Hey, hier ist Andi von Einzelkater.de und in diesem Video wirst du lernen, warum ein duales Studium teilweise die beste Vorbereitung ist, die du haben kannst für einen weiterfolgenden Master und wie es sich halt optimal darauf vorbereitet, anschließend wirkliche Bestleistungen zu bringen. Also bleib jetzt unbedingt dran, wenn du dual studierst und das hier unbedingt mitnehmen willst. Okay, ich muss etwas gestehen. Ich selbst habe meinen Bachelor dual studiert, sprich ich habe an der dualen Hochschule in Mannheim studiert. Das heißt, ich habe Praxisphasen gehabt von 3 Monaten im Unternehmen, die gewechselt haben mit einer 3-monatigen Phase an unserer Hochschule damals. Ja. Und ich höre manchmal, dass es gewisse Bedenken gibt von wegen, dass diese Art Studium dual gewissermaßen nicht so tiefgehend ist, dass die Arbeitsbelastung nicht sonderlich hoch ist. Und meiner Erfahrung nach ist es das absolute Gegenteil. Ja, weil duales Studium heißt im Prinzip, erstens mal, man wird vorher ausgesiebt, ja, man muss sich bewerben bei einem Unternehmen, diese Unternehmen stellen nur Leute ein, halt, die gewisse Standards halt auch haben, ja. Und es wird schon eine kleine Vorauswahl bei den Studenten selber getroffen. Das heißt, das Gesamtniveau erstmal in solchen Stufen ist schon mal ein bisschen höher. Ja? Und es muss einem auch erstmal klar sein, dass die Leute, die da sind, schon mal eben ausgesiebt wurden. Und dass eine ganze Masse von Leuten, die dann an der normalen Hochschule landen, gar nicht erst in ein duales Studium reingekommen wären. So viel an der Stelle schon mal. Zweitens, dual heißt in so einem Modus, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg dann gelebt wird zum Beispiel, auch in vielen anderen Bundesländern, wo mittlerweile duale Studien einfach sehr krass verbreitet sind auch, heißt im Prinzip, dass du eine enorme Belastung hast. Ja? Das heißt, dass du Semesterwochenstunden hast von 38 bis 40 Stunden, eben dem, was einen normalen 9-to-5-Job auch entsprechen würde, den du in der Praxis dann logischerweise auch noch fährst. Sprich, du hast keine Semesterferien, du hast 3 Monate, wo du wirklich 40 Stunden die Woche an der Uni bist, danach noch lernen musst und wahrscheinlich ohne große Pause von Wochen, wo quasi keine Vorlesungen sind, in eine Klausurphase reingehst. Sprich, du hast 12 Wochen lang richtig knallhart studiert, dann gehst du in eine Klausurphase rein, musst das ganze Pensum in diesem Zeitraum bewältigen, hast danach keine Pause, um zu relaxen, um was großartiges zu machen, Semesterferien, sondern gehst direkt in die Praxis rein, wo du weiterarbeitest, weiter praktische Projektarbeiten schreibst und so weiter und so fort. Das heißt, das ist quasi für mich persönlich die ideale Schule gewesen, möglichst hohen Workload auch zu haben, der eben auch dafür sorgt, dass ich mich damals mit auseinandersetzen musste, wie bekomme ich das Ganze wirklich gehandelt. So, ich war dann fertig im Bachelor, habe am Anfang, wie gesagt, aufgrund des hohen Pensums auch extrem Probleme gehabt. Bin dann besser geworden, auch durch die Hilfe meiner Mentoren, habe mich beschäftigt mit unendlich vielen Dingen wie Lernmethoden, Projektmanagement, Zeitmanagement, Selbstmotivation, Organisation und so weiter und so fort. Und war dann relativ fit. So, und bin dann nach dem Studium im Master an eine andere Hochschule gewechselt, in einen normalen, dann Vollzeit-Master, regulär, habe nebenbei übrigens trotzdem weitergearbeitet und dieses Projekt hier aufgebaut, aber war halt dann mit den anderen Leuten an einer normalen Hochschule. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass viele, die halt vorher an der normalen Uni waren oder an einer anderen Hochschule gewesen sind, soweit auch hingewechselt sind oder auch an derselben Hochschule waren, einfach nicht denselben Workload gewohnt waren, wie ich es gewohnt war. Ja? Sprich, für mich war das da auf einmal relativ einfach. Bei mir war es sogar noch so, ich habe sogar das Fach noch gewechselt. Ja? Ich habe vorher Wirtschaftsinfo gemacht, ja? Wirtschaftsinformatik, wo ich halt die Hälfte BWL nur hatte, ja? Und die andere Hälfte Informatik und bin dann in einen reinen BWL-Master rein. Und hatte eigentlich wirkliche Sorgen, dass ich nicht in der Lage wäre, da mitzukommen, weil mir halt dann doch gewissermaßen die Hälfte gefehlt hätte an theoretischem Stoff. In der Praxis war es aber dann so, dass ich für mich persönlich überhaupt kein Problem hatte, da klarzukommen, weil ich ein viel höheres Arbeitsethos oder ein viel höheres Pensum gewohnt war und für mich dann diese 20 Semesterwochenstunden, die ich dann da hatte und auch diese logischerweise diese weniger starken Workload und so weiter und so fort, das war für mich komplett kein Problem mehr. Und die ganzen Methoden, die ich mir angeeignet hatte, ganz frühzeitig im dualen Studium, die da absolut notwendig waren, oder mit guten Noten zu überleben, ohne halbwegs bekloppt zu werden und auch einfach die Nerven zu schonen gewissermaßen, die haben sich dann im Master sehr, sehr stark bewährt. Und viele kamen halt auf mich zu, haben mich gefragt, wieso ich so einfach damit klarkomme, wie ich nebenbei noch einen Job machen konnte und trotzdem Noten gestimmt haben und so weiter und so fort. Und das war ja auch die Initialzündung für dieses ganze Projekt hier vor einigen Jahren. Und ja, was ich einfach gelernt habe, ist, das hohe Pensum in einem dualen Studium, ja, also wenn du dual studierst jetzt,
ist quasi die ideale Vorbereitung, um hinterher in einem normalen Master quasi direkt bei den Top-Leuten vorne mitzuspielen. So, falls du das jetzt siehst und du bist nicht im dualen Studium, dann mach dir klar, dass du auf die Leute nicht wirklich herabsehen musst in gewisser Form. Ja, ich meine, du siehst ja auch hier, ich bin mittlerweile, denke mal, mit Deutschlands erfolgreichster Studentencoach. Ich habe wirklich zehntausende Teilnehmer, die meine E-Mails bekommen. Ich habe tausende Leute, die sich die Videos hier anschauen. Und wenn das alles hier gebaut wurde, ja, von jemandem, der nur dual studiert hat, und wenn alles hier Ratschläge sind von jemandem, der nur dual studiert hat, und als jemand, der nur dual studiert hat, jetzt in der Lage bin, Uni-Studenten, FH-Studenten, TU-Studenten und so weiter zu helfen, ja, mit diesen Inhalten hier, dann muss dir einfach klar sein, dass dieses hohe Pensum, dieser hohe Workload, der viel höher ist als in normalen Unis, und das ist leider so, einfach vielleicht doch die ideale Schmiede ist, um rauszubekommen, wie man einfach das Studium wandern kann. Sprich, wenn jemanden kennst, der dual studiert, nicht wirklich herabsehen, denn diese Personen fahren eine viel höhere Belastung als du. Und es wird auch wahrscheinlich so sein, dass diese Personen hinterher in einem Job, ja, um den du dann quasi mit denen kämpfst, an dir vorbeiziehen werden aufgrund der Praxiserfahrung oder einfach die Jobs wegbekommen, ohne sich bewerben zu müssen, großartig, weil sie einfach intern weitervergeben werden. Ja? Es gibt viele DAX-Konzerne zum Beispiel, die das duale Studium mittlerweile bevorzugen gegenüber einer normalen Absolventen. Ja? Und die Leute haben meistens schon interne Fachkarrieren hinter sich, während du dann irgendwann als Externer mit reinkommst und du arbeitest dann meistens unter diesen Leuten. Das soll jetzt hier keine große Erklärung sein, warum dual jetzt unbedingt besser sein muss als normale Uni. Ist mir persönlich relativ egal. Studium ist Studium, es ist bei allen vergleichbarer Workload, aber diese komprimierte Zeit, ja, die man hatte in diesen dualen Phasen, die hat sich wirklich als gute Schmiede herausgestellt, um hinterher in einem Master auch zu studieren. Und wenn jemand bist, der vor dual studiert hat und jetzt sich überlegt, in einen Master zu gehen an eine andere Uni, weil es gibt ja de facto kaum Möglichkeiten bisher, dual einen Master zu machen, dann nimm das Ganze hier einfach mal als kleine Ermutigung auf, es auch zu machen, denn es war kein Problem. Ich war hinterher in meinem Master mit der Beste, der zweit- oder drittbeste in meiner Gesamtnote am Ende, habe auch die beste oder mit einer der besten Masterthesen dann da geschrieben, wurde damit ausgezeichnet, auch mit dem Hochschulpreis für und so weiter und so fort. Und das alles von jemandem, der nur vor dual studiert hat, sein Fach gewechselt hat und der im Endeffekt da relativ leicht auch durchspaziert ist aufgrund eben dieser ganzen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, aufgrund des Lernsystems, das ich selber für mich entwickelt habe und das mittlerweile von 10.000 anderen Leuten auch umgesetzt wird. Und wenn du dieses Lernsystem kennenlernen willst, dann klick einfach mal hier oben auf die Anmeldung und schick in den nächsten Wochen einiges an richtig geilen Informationen zu. Du wirst Techniken zu sehen bekommen und kennenlernen, die im Verbund zusammenwirken und zusammen was ergeben, was einfach für andere Leute auch intransparent ist. Ja, du wirst auf einmal viel bessere Noten schreiben, es wird viel einfacher von der Hand gehen und Leute werden nicht mal wahrnehmen, wie du das machst, eben weil diese ganzen Sachen im Verbund auch wirken. Und falls du weitere Fragen hast zum Studium, ja, jeder Art, nicht nur dual, logischerweise, das ist ein Video, was ich auf dual bezog, aber wenn du generell Fragen hast zum Studium, ja, ich habe, wie gesagt, Erfahrung mit 10.000 Teilnehmern, die mir auch täglich schreiben. Ich lese hunderte E-Mails am Tag, versuche die meisten davon zu beantworten, mache es mittlerweile hier in Form von Videos, weil das einfach, ja, zeiteffizienter ist für alle, alle haben mehr davon. Aber wenn du Fragen hast, dann bitte poste sie hier drunter. Ich werde versuchen, sofort hier drunter drauf einzugehen oder übernehme die Frage in einem meiner nächsten Videos. Das war's für heute von mir. Wenn du dual studierst, wie gesagt, dann nimm das hier als Ermutigung mit, das als Charakterschmiede auch zu sehen oder auch als Ermutigung mit in den Master zu gehen, mit stolz geschwellter Brust und dir keine großen Sorgen machen zu müssen, dass du da nicht mitkommst. Wahrscheinlich wirst du mitkommen. Und ja, das war's von mir für heute. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.